Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Weihnachtsmärchen. In die Hose gemacht. Coco lacht, dass es kracht. Spaß muss sein, Kinder. Aber jetzt sind wir mal ein bisschen ernst, ausnahmsweise. Kinderweihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist nicht nur das, was die Großen nachts im Bett machen, wenn sie glauben, ihr schlaft schon. Liebe ist fühlen, mitfühlen. Mit den vielen armen Kindern, die keine Geschenke kriegen. Mit den Kindern in der Drittwelt, die krank sind, die Hunger haben. Liebe ist geben. Nehmen. Gebt, Kinder, so viel Euros, wie ihr könnt. Schickt sie an mich, an euren Freund Coco, den Clown mit dem goldenen Herzen. Network Holo TV Babylon. Babylon. Stille Nacht, heilige Nacht, geht so viel Freude macht, geht von eurem Taschengeld für das Elend in der Welt. Zum Kotzen! Warum sehe ich mir das an? Warum schalte ich nicht gleich ab? Unzureichende Daten, euer Fragwürden. Apropos Weihnachten. Sam wollte ein Geschenk. Einen neuen Namen. Sam gefiel ihm nicht mehr. Zu kurz. Sammy war ihm zu albern. Und Samuel zu umständlich. Die Frage war, wie wollte er in Zukunft heißen? Behufs dieses Punktes steht eine endgültige Entscheidung noch dahin, beziehungsweise aus. In wohlwollender Erwägung befinden sich Professor Einstein und Superhirn unter anderem. Weltseele, lieber Gott. Schau nicht albern, junger Mann. Heiliger Geist, das hat was. Hallo, jemand zu Hause? Valerie! Sieh mal einer, guck, der Wall, in voller Lebensgröße. Valerie, kurz Wall. Sammy sagte der Wall, weil sie so groß und umfangreich war. Das sollte ein Witz sein. Jonas und der Wal, sehr komisch. Valerie war eine Ex-Freundin. Ausgesprochen Ex. Wir waren nur kurz zusammen. Und seit Jahren auseinander. Von mir aus hätte es so bleiben können. Was wollte Wal von Jonas? Was willst du, Wal, von Jonas? Dir frohe Weihnachten wünschen. Dir erzählen, wie es mir geht. Ich habe mich selbstständig gemacht. Hier, sieh mal meine Karte. Valerie, nur Valerie, die letzte Detektivin. Merkst du was, Jonas? Ich hab von dir gelernt. Das geht doch gar nicht. Das konnte man wohl sagen. Ich bin Jonas. Nur Jonas, der letzte Detektiv. In der großen Stadt Babylon und drumherum. Wohl hatte mich schamlos kopiert. Ich schlug ihr eine Änderung vor. Die allerletzte Detektivin. Charmant wie eh und je, Jonas. Wie sieht's bei dir aus? Alles okay? Oh, danke. Ich hab sowas gehört, dass es dir vor ein paar Wochen gar nicht gut ging. Sie meinte den UFO-Fall, Anfang November 2013. Damals hatte Jonas drei Dinge verloren. Sam, seinen sprechenden Computer, sein Gedächtnis und den Glauben an die Menschheit. Computer und Gedächtnis hatte ich wieder. Den Glauben an die Menschheit suchte ich immer noch. Armer Jonas. Da wirst du noch lange suchen müssen. Du bist doch nicht gekommen, weil du dir Sorgen um mich machst, Wall. Was willst du? Ich bring dir einen Fall, Jonas. Du mir? Glaube ich nicht. Doch, einen richtigen Jonas-Fall. Schwierig, aber interessant. Wo ist der Haken? Naja, die Leute haben kein Geld. War nett, dich mal wieder zu sehen, Wall. Mach's gut. Ach, nur hör dir die Sache doch wenigstens mal an. Von mir aus. Also, da ist ein altes Heteropaar, Ramona und Kevin Klein. Arm, aber ehrlich. Nachbarn von mir, sie wohnen im selben Hochhaus, Straße 130 in der Südstadt.
Vor gut 50 Jahren haben sie die Südstadt hochgezogen. Flott und billig. Inzwischen sind die grauen Hochhäuser kräftig am Krümeln, soweit sie überhaupt noch stehen. Aber die Südstadt ist kein Slum, sagt die Bürgermeisterin. Die Südstadt ist ein urbaner Sektor mit spezifischen strukturellen Problemen. Oder so. In der Südstadt wohnt, wer sich woanders keine Wohnung leisten kann. Gestern ist dem Kleins das Kind gestohlen worden, das sie sich gerade erst gekauft hatten. Aus dem Bett. Von Weihnachtsmännern mit Laserstrahlern. Lösegeld? Nee, nix. Keine Kontaktaufnahme. Kein Wort von den Kidnappern. Die Kleins sind zu mir gekommen, aber unter uns, Jonas, also für mich ist der Fall eine Nummer zu groß. Naja, dachte ich, du nicht. Ganz unverbindlich, aus fachlichem Interesse. Manchmal übernimmt Jonas einen Fall für nass. Aus Sport sozusagen. Weil er ihn interessiert. Weil er sich langweilt. Außerdem hatte ich meinen sozialen Tag. Weihnachten stand vor der Tür. Das Fest der Liebe und so weiter. Ich fuhr mit Wall in die Südstadt. Straße 130, Haus N. 13. Stock. Ramona und Kevin Klein. Endlich. Ärmlich. Und völlig aufgelöst. Es dauerte ein bisschen, bis sie sich bekrabbelt hatten und mir erzählten, was passiert war. Der Reihe nach. Von Anfang an. Wir hatten mal einen Sohn, Herr Jonas. Vor langer Zeit, als wir jung waren. Einen selbstgemachten. Er ging zur UNO, als Soldat. Und dann ist er gefallen, unser Kevin Junior. In Mazedonien. Sommer 1998. Wir haben uns so sehr einen neuen Sohn gewünscht, Herr Jonas. Kevin Junior Nummer 2. Aber ein Retortenkind oder eine Leihmutter können wir uns nicht leisten. Und für eine legale Adoption sind wir zu alt. Also entschlossen sich die Kleins, ihr Wunschkind illegal zu adoptieren. Das heißt zu kaufen. Das ist offiziell nicht gestattet, wird aber toleriert. Es gibt jede Menge Kinderhändler. Sie beziehen ihre Ware aus der Drittwelt und verkaufen sie in Babylon. Mehr oder weniger offen. Wir haben alles zusammengekratzt, was wir hatten. Verschuldet haben wir uns auch. Mit dem Geld sind wir zu Olga Omarenko gegangen, die ihren Laden am unteren Ende vom Markgrafen Boulevard hat. Omas Kinderstube. Offiziell vermittelt Frau Omarenko Kinder für Werbung und Medien. Aber in erster Linie verkauft sie Adoptivkinder. Wir sind also zu ihr gegangen. Das war vor 3 Wochen. Ende November. Und wir haben ihr genau gesagt, was wir wollten. Einen Jungen, etwa 2 Jahre alt, gesund. Gesund. Omas Kinder sind alle gesund, Mütterchen, kerngesund. Und dunkle Haare. Dunkle Haare, Caracho, keine Sorge, Mütterchen, Väterchen. Oma wird besorgen. Und wie viel wird es kosten? Nicht teuer, Väterchen, spottbillig, 8.000. 8.000 Euro? 5.000 jetzt sofort, bar, als Anzahlung. 3.000 später, wenn Oma liefert. Recht so, Väterchen, Mütterchen? Gib ihr das Geld, Kevin. Und wann, Frau Omarenko, wann kriegen wir unseren kleinen Kevin Junior? Schwer zu sagen, Mütterchen. Geduld, ja? Wir hätten ihn so gern zu Weihnachten. Alle wollen Kinder zu Weihnachten, Mütterchen. Nur Oma wird versuchen. Caracho? Wir kommen vorbei und fragen nach. Tut das, Väterchen, tut das. Dafür danke. Ich weiß nicht, wie oft wir in Omas Kinderstube waren. 5-mal, Kevin. 6-mal mit gestern. Jedes Mal wurde uns gesagt, noch nicht da, tut uns leid, demnächst, fragen Sie wieder nach. Aber gestern, da war es endlich soweit. Bedauere, Frau Omarenko ist nicht im Hause, kann ich was für Sie tun? Mein Name ist Klein. Wir hatten vor 3 Wochen... Kevin, hier ist er in der 3. Krippe. Unser Kevin Junior, genau wie wir ihn haben wollten. Ja, nicht wahr, du bist mein kleiner Kevin. So ein süßes Kind. Sie meinen, das ist das Kind, das Sie bestellt haben? Ganz bestimmt. Ja. Sehen wir mal nach. Aha. Klein, Ramona und Kevin. Restpreis 3.000 Euro. Hier. 3.000. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Sollen wir das Kind schicken oder nehmen Sie es gleich mit? Ein netter junger Mann. Kevin Junior haben wir natürlich gleich mitgenommen. Schon seit Wochen war alles fertig. Bettchen, Kleidung, Spielzeug. Sie sehen ja hier in der Ecke. Gestrahlt hat er, unser Kleiner. Eine Stunde später klingelte es. Ich machte auf. Es war Frau Omarenko.
Sie sagte kein Wort, schob mich zur Seite, kam rein, sah sich um. Und wollte mir Kevin Junior vom Arm reißen. Was fällt Ihnen ein? Ruhig, Blutmütterchen. Kind ist nicht Ihr Kind. Mein, wie sagen Sie, Ladenhüter hat gemacht Irrtum. Kind ist für einen anderen Kunden. Geben Sie zurück, Mütterchen, Väterchen. Nein, unseren Kevin Junior geben wir nicht mehr her. Wir haben ihn voll bezahlt. Hier ist die Quittung. Hören Sie, Mütterchen. Sie sind Frau. Sie werden verstehen. Leibliche Mutter in Drittwelt ist ganz krank vor Sehnsucht. Wird sterben, wenn ich bekomme zurück, ihr Kind. Seien Sie Engelmütterchen. Geben Sie her. Das glaube ich Ihnen nicht. Kevin Junior bleibt hier. Mütterchen, kommen Sie. Oma sagt Ihnen was. Oma gibt Ihnen zurück Ihr Geld. 8.000 Euro. Und dazu 2.000. Jetzt 4.000. 6.000. Viel Geld, Väterchen. Ich weiß nicht. Nicht für 1 Million Euro. Gehen Sie! Raus! Raus! Frau Omarenko ging. Und wir spielten mit Kevin Junior, bis es Zeit war, ihn ins Bettchen zu bringen. Nach dem Abendessen. Er war gerade eingeschlafen, da... Da kamen die Weihnachtsmänner. Ganz normale Weihnachtsmänner. Mit Bärten in roten Mänteln und roten Zipfelmützen. Die haben nicht geklingelt. Die haben gleich die Tür eingetreten. Fröhliche Weihnachten! Psst! Sie wecken das Kind auf! Hände hoch an die Wand! Was soll das bedeuten? Kein Wort und keine Bewegung! Nimm das Kind nicht! Nein! Lassen Sie ihn los! Geben Sie meinen Kevin hin! Einer hat Ramona niedergeschlagen mit dem Griff seines Laserstrahlers. Zeig Herrn Jonas die Beule, Ramona. Hier, unter den Haaren. Wie viele waren es? 3. 2 hielten uns mit Laser in Schach. Einer nahm Kevin Junior aus dem Bett. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Sind Sie den Männern nachgegangen, Herr Klein? Nein, sie hatten doch Laserstrahler. Aber ich habe aus dem Fenster geguckt. Was haben Sie gesehen? Ein graues E-Mobil. Die 3 sind eingestiegen mit unserem Kind. Nummer? Konnte ich nicht erkennen. Das E-Mobil ist losgefahren, Richtung Westen. Zum Markgrafenboulevard, Omas Kinderstube. Möglich. Wir werden uns da mal umsehen wollen. Bringen Sie mir meinen Kevin Junior zurück, Herr Jonas. Bitte. Omas Kinderstube lag am ruhigen Ende des Markgrafenboulevard. Keine Hektik, wenig Geschäfte, Büros und Wohnungen. 10-mal so teuer wie in der Südstadt. Auf der Straße war nicht viel los, wenig Passanten. Ein einsamer Weihnachtsmann hockte geduldig am Rinnstein. Ab und zu bimmelte er mit seiner Glocke. Lustlos, pflichtbewusst. Omas Laden war dunkel. Und bis auf Weiteres geschlossen. Das stand auf dem Schild an der Tür. Geschlossen? Was tun wir, Jonas? Wir glauben nichts unbesehen. Wir sind skeptisch. Wir checken. Jawohl! Wir drecken die dreckige Klinke. Die Tür ist auf. Nach Ihnen, meine Dame. Du meinst, wir gehen rein, Jonas? Einfach so? Ja. Einfach so. Ganz ordentlich eingerichtet, der Laden. Schwarzer Tisch, schwarze Sessel. Fast Echtholz, fast Leder, fast Mailänder Design. An der hinteren Wand ein Arbeitsplatz mit Computer. 6 leere Kinderkrippen und eine Tür. Ich höre was, Jonas. Hinter der Tür. Kinder, kleine Kinder. Was haben Gnädigste denn in einem Kinderladen erwartet? Hm? Elefantanten? Sehen wir mal nach, Wall. Und du, Sammy, beschäftigst dich mit deinem Kollegen auf der Konsole. Ich mal rein. Guck in den Speicher, das Übliche. Ach, wenn euer Großkotzigkeit doch nur ein einziges Mal einen Gedanken daran verschwenden würden, wie frustrierend, ja demütigend es für einen Computer von Bildung und Distinktion ist, einem Minderbemittelten nicht einmal der Sprache mächtigen Rechner ins Gedärm zu schlöpfen. Ach, doch wenn es denn sein muss. Hinter der Tür ein kurzer Gang. 3 Türen. Rechts, links, voraus. Das Kindergeschrei kam von rechts. Wall machte die Tür auf. Eine Menge Kinderbetten, 3 davon belegt. 3 Kleinkinder im eigenen Saft und offensichtlich hungrig. Wall ging auf die Suche. Hinter der linken Tür fand sie eine kleine Küche. Schrank, Flaschenregal, Kühlbox voller Milchcontainer und ein Herd.
Davor ein toter Mann, den Kopf in der Bratröhre. Er roch nicht gut. Wer ist das? Omas Ladenhüter vermutlich. Der nette junge Mann, der den Kleinst das Kind überlassen hat. Jemand hat seinen Kopf in die Röhre gesteckt und den Strom angedreht. Glitschig. Da ist einer im Laden, Jonas. Der Weihnachtsmann. Der mit der Bimmel? Woher weißt du? Ein Weihnachtsmann auf einsamer Straße, der nicht schnurrt und nicht wirbt, kann nicht astrein sein. Geh raus in den Laden wohl. Wieso ich? Weil Jonas was anderes vorhatte. Er ging in den Gang, stellte sich neben die Tür zum Laden und wartete. Nicht lange. Dann kam Woll durch die Tür. Rückwärts. Beide Hände oben. Gefolgt von einer Pranke mit Laserstrahler. Ein roter Ärmel. Das reichte. Jonas holte aus und schlug zu. Mit der schweren Eisenpfanne aus dem Küchenschrank. Die Pranke ließ den Laser fallen. Der dazugehörige Weihnachtsmann stolperte durch die Tür. Ein Profi. Er hatte noch eine Hand. Und einen zweiten Laserstrahler. Den zog er aus dem Gürtel. Was sollte Jonas tun? Er hatte auch einen Laser. Er drückte auf den Abzug. Der Weihnachtsmann fiel um. Der Mann ist tot, Jonas. Dann hat er sicher nichts dagegen, dass wir ihn mal kurz durchsuchen. Noch ein Laser, Neurofreezer, Messer und eine Geschäftskarte. Aha. Nick Bazooka, Firma Ex und Hop. Tatsächlich, ein Profi. Ex und Hop war bekannt als effizientes Killerunternehmen. Fast so gut wie die Todesschwadron. Und in manchen Kreisen beliebter. Die Todesschwadron ist konservativ, ein bisschen langweilig. Ihre Leute tragen nur formelles Business-Outfit. Ex und Hopper sind peppiger, bunter, modischer. Und passen sich der Saison an. Unser Fall ist auf dem falschen Gleis, Jonas. Wir haben zwei Leichen auf dem Hals. Und drei vollgekackte, halb verhungerte Babys. Und weiter sind wir immer noch nicht. Abwarten wohl. Sam? Ruder und Sam meldet sich zurück vom Fremdflug, Herr Luftmarschall. Heißluftmarschall. Wie sieht's aus in Omas Computer, Sammy? Melde gehorsamst. Karl. Unterlagen gelöscht. Sozusagen seit gewissermaßen, Genosse quasi. Quatschkopf. Majestät, nehmen wir das Wort aus dem Mund. Den du nicht hast. Was heißt quasi? Siehe, die dahin gingen und löscheten, waren in großer Eile und agierten dilettantisch. Ja, und da Sammy stolzer Besitzer eines recht leistungsfähigen Retrieval-Programms ist, wie man meist ja nur zu gut weiß, hat er es doch seinem geliebten Computer gespendet. Konntest du was retten? Der Datenhülle und Fülle, Herr Programmdirektor. Zum Beispiel? Zum Bleistift, wo sich Stammsitz und Nachschubdepot der Firma Omarenko Kinder en Grund en Detail befinden. General Bastiani. Bastiani? Wer ist das? Was? Du mein wonniger Jonas. Was? Was ist was, Sam? General Bastiani ist der Name einer Festung unserer tapferen Grenztruppen, die bekanntlich ohne Unterhos, Korrektur, ohne Unterlass das Abendland vor dem Untergang bewahren, sprich vor dem Ansturm hungriger Drittweltler. Interessant. Es dürfte Herrn Chefinspektor womöglich ebenfalls interessieren, dass die Geschäfte der Firma Omarenko weiter ausgreifen, als es den Anschein hat. Vor allem im Schmuddelbereich. Schmuddel, das treffende Wort. Oma Omarenko verkaufte nicht nur Adoptivkinder. Oma belieferte auch die Kinderpornoindustrie und den pädophilen Freundeskreis mit Mengenrabatt. Außerdem besorgte und verscherbelte sie kindliche Organspender. Aber was hatte das alles mit unserem Fall zu tun? Beiläufig dieses, o Vater aller dummen Fragen. Kleinst Kevin Junior, Omarenko Laufnummer D1270-4, ist gar nicht Kleinst Kevin Junior. Er ist vielmehr der Knochenmarkspender, den ein Auftraggeber für 125.000 Euros bestellt und mit 50.000 Euros angezahlt hat. Das sind Megamäuseboss. Du sagst es, Sally. Wer ist der Auftraggeber? Ein mit Chiffre C gekennzeichnetes anonymes Individuum, Mike Hutterstor. So, wieso ist der teure Knochenmarkspender als preiswertes Adoptivkind bei Kleinst gelandet? Ein Versehen? Mal sehen, mag sein, Meister. Doch könnte nicht auch der Geist der nahen Weihnacht Omarenkos Ladenschwengel zu einem bewussten Akt des Mitleids veranlasst haben? Um das Kind vor einer kurzen, aber schmerzhaften Existenz als Transplantationsopfer zu bewahren? Wie auch immer, Sam, die Omarenko hat versucht, den Kleinst das Kind abzuschwatzen. Als das nicht klappte, hat sie sich bei Ex und Hop ein paar Vollstrecker gemietet. Und die haben den Kleinst das Kind weggenommen. Warum, Jonas? Ich meine, wozu der Aufwand? Warum hat Oma ihrem Auftraggeber nicht einfach irgendein anderes Kind besorgt? Null Ahnung von Medizin, was, Gnädigste? Irgendein Kind tut es mit Nichten und Neffen.
Von wegen Histokompatibilität, HLA-System, Antigene, Antigene-Abstoßung, comprende? Kein Wort, Sammy. Aha, tu ich aber nicht Baruski, hm? Kanyesh, no? Von allen Kindern, die Oma zur Verfügung hatte, kam als kompatibler Knochenmarkspender in diesem Fall nur dieses eine in Frage. Richtig so. Grünau. Und wo ist das Kind jetzt? Beim Auftraggeber vermutlich. Okay, alles klar. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Wer ist der Auftraggeber? Wer hat den Angestellten umgebracht und warum? Weshalb ist Ex und Hop immer noch aktiv? Und wo steckt Oma Omarenko? Sie hat ihre Daten gelöscht und ist untergetaucht. Und ich glaube, ich weiß wo. Wollen wir ihr nach, Jonas? Unbedingt, weil wir nur über sie weiterkommen. Aber das macht Jonas besser allein. Du wirst hier gebraucht, Wall. Die kleinen Scheißer müssen versorgt werden. Bring sie zur nächsten Sozialstation und dann gehst du zu Kleins und wartest auf mich. Jonas flog von Babylon nach Murnau, nicht weit von der Grenze. Und da mietete er ein E-Mobil. Alles aus eigener Tasche, aus der eisernen Reserve. So ist Jonas nun mal. Was er anfängt, zieht er durch. Unehrlich, unerschütterbar, unerbitterlich. In einem Wort, mit einer Silbe, stur, stur wie ein Panzer. Wie Sam Spade, wie Phil Marlowe. Ein Mann geht den Weg, den ein Mann gehen muss, bis ans Ende. Alien, Korrektur, allein. Chandler. Nee, Sam, nicht schlecht, was? Hätte gut von Chandler sein können. Oh, Achtung! Vor General Bastiani voraus! Kilometerweit rechteckige Klötze. Kasernen im beliebten 0815-Stil. Daneben vorfabrizierte Plastikschuppen. Weit hinten am Horizont ein dunkler Streifen. Die Grenze. Sperranlagen. Stacheldraht. Und die gewaltige Mauer. Christmas is carols to warm you in the snow. Christmas is bedtime when no one wants to go. Ich fragte mich durch zum Dienstzimmer des Medienoffiziers. Jonas war Medienarbeiter, Researcher für Supermedia HoloTV. Papiere und Identscheibe hatte Sammy fabriziert. Eine seiner leichteren Übungen. In Ordnung, Herr Jonathan. Jonas. Sie kommen allein, klar? Leider kann ich mich kaum um Sie kümmern. Unsere große Weihnachtsfeier, wissen Sie? Alle im Vorhaben mit den Vorbereitungen zu tun, bis auf die Grenzstreife natürlich. Ich werde mich schon zurechtfinden. Bestens. Sie dürfen sich im Vor frei bewegen, sich umsehen, Ihre Recherchen durchführen. Apropos, worum geht's da eigentlich? Was hat Supermedia vor? Unter uns. Wir planen eine große Holodoku über den verantwortungsvollen Dienst der Grenztruppen. Europas Bollwerk auf Wacht, während die anderen schlafen. So etwa. Klingt gut. Na dann viel Erfolg, Herr Jonathan. Falls Sie länger bleiben wollen, unser Gästetrakt steht zu Ihrer Verfügung. In den Kasernen war Platz für 30.000 Grenzer, falls die Drittweltler wieder einen großen Durchbruch versuchen sollten. Außerhalb der Kasernen gab es Läden, ein Bordell und Kneipen, was der Mensch so braucht. Olga Omarenko fand Jonas nicht. Stattdessen fand der Schieber Nutten, einen geschwätzigen Wirt und überteuerten Sündwhisky. 20 Euro. Die Flasche. Haha, das Glas. Fröhliche Weihnachten. Wie gefällt Ihnen der General Bastianikur? Umwerfend. Olga Omarenko, kennen Sie die? Klar kenne ich Oma. Jeder in Fort Bastiani kennt Oma. Sehr beliebt, bringt Geld unter die Leute. Was wollen Sie von Oma? Ich habe was mit ihr zu besprechen, geschäftlich. Ich frage nur, weil Sie nicht der Erste sind, der sich heute nach hier erkundigt. Vor einer Stunde waren ein paar Weihnachtsmänner hier mit dem Laster. Und die haben nach Oma gefragt? Ja. Wollten wissen, wo sie finden können. Haben sie es ihnen gesagt? Sicher, an der Grenze, Kontrollzone 7, mit der Streife. Oma ist oft mit der Streife unterwegs, damit sie die Ware gleich an der Quelle begutachten kann. Was für Ware? Na, die Kinder, die sich durchschleichen. Die kauft Oma, von den Grenzern. Fragen Sie sie selbst. Ich habe zu tun und ich weiß gar nichts. Ich hatte eine Karte vom Grenzbezirk. Der Medienoffizier war so freundlich gewesen. Damit arbeitete ich mich vor. Die Mauer am Horizont wurde höher, immer höher. Ihr gigantischer Schatten legte sich über das Grenzgebiet, über Babylon, über ganz Europa. Die Mauer war neu. Sonst sah die Gegend aus wie früher, als sie noch Niemandsland hieß. Wüst und leer.
Stillleben mit Ruinen. Wann war Jonas zuletzt hier gewesen? Präzis im August 2010, Euer Vergesslichkeit. Vor 3,5 Jahren, Sammy. Inzwischen ist eine Menge passiert. Anfall, Chef. Und Überfall. Anfall, Überfall? Was soll das heißen, Sam? Fall, Anfall, Fall, Überfall. Ein Witz. Durchfall. Verbaler Durchfall. Das ist das, was du hast, Sam. Na. Trouble is waiting, Captain. Ah, hinter dem Hügel. Direkt an der Mauer. Vorschlag zur Güte. Anhalten, aussteigen und ganz vorsichtig weiter krauchen. Bis auf den Hügel. Ich hob den Kopf hinter einem großen Stein. Langsam. Und was sah ich unten? Eine offene Klappe in der Mauer. Davor, im Halbkreis, die Grenzstreife. 12 Mann. Am Boden lagen etwa 20 Drittweltler. Frauen und Männer. Tot. Dazwischen ein paar Kinder. Lebendig und laut. Und eine stämmige Frau in farbiger Folklore. Munter und geschäftig. Das musste Oma Omarenko sein. 3, 4, 5, 6. 6 Kinderleutnant. Mach 300 Euros. Moment. 250. Oma kann nicht gebrauchen, den da zweit. Hat schiefes Bein. Abschießen. So. Mach das Loch in der Mauer wieder zu. Heute kommt doch keiner mehr. Ein roter E-Kleinlaster. Auf der Ladefläche 6 rote Weihnachtsmänner. Der Laster hält. Die Weihnachtsmänner springen ab. Sie strahlen und winken und rufen fröhliche Weihnachten. Die Grenzer winken zurück und lassen die Hände gleich oben, weil die Weihnachtsmänner plötzlich Laserstrahler aus den Manteltaschen ziehen. Profikiller von Ex und Hop. Hey, die Grenztruppen im aktiven Dienst mit der Waffe zu bedrohen ist streng verboten. Stecken Sie Ihre Laser weg. Regen Sie sich ab, Leute. Ihnen und Ihren Leuten tun wir nichts. Wir wollen bloß Oma. Wir haben Auftrag, sie ein bisschen totzuschießen. Gehen Sie aus dem Weg, dann passiert Ihnen nichts. Sie werden hier niemanden totschießen, schon gar nicht Frau Omarenko. Sie steht unter unserem Schutz. Wenn Sie das so sehen, Leutnant, Feuer! Harte Sitten im Grenzgebiet. Und lockere Laser. Jetzt lagen auch die Grenzer auf der Erde. Neben den Drittweltlern, die sie eben erst erschossen hatten. Olga Omarenko lebte noch. Sie bückte sich, versuchte eine Waffe aufzuheben. Aber der Oberweihnachtsmann hatte was dagegen. Au, meine Hand tut weh. Machen Sie sich nichts draus, Oma. In ein paar Sekunden tut Ihnen nichts mehr weh. Garantiert. Was ihr wollt von Oma, Täubchen? Oma hat Vertrag mit Ex und Hop. Wir Partner, Täubchen. Keine Partner, Oma. Der Vertrag ist abgelaufen. Ihr werter Geschäftsfreund ist für Sie eingestiegen. Und der bezahlt uns eine Menge, wenn wir sie umlegen. Väterchen Konrad Kober? Aber warum? Oma hat ihm geliefert Kind mit, mit Knochenmark für sein Söhnchen. War nicht leicht, Täubchen, gar nicht leicht. Sie haben versucht, Kober ein bisschen zu erpressen, um den Preis hochzudrücken. Darum, Oma. Kober hat nichts gegen Sie als Mensch. Aber Sie sind imstande, ihn bloßzustellen. Das kann er sich nicht leisten als prominente Persönlichkeit und professioneller Kinderfreund. Nehmen Sie es nicht tragisch, Oma. Sie können zufrieden abtreten. Ein erfülltes Leben liegt hinter Ihnen. Viele tausend tote Drittweltler, viele tausend verhökerte Kinder. Ist doch was. Also dann. Wir machen neuen Vertrag, Teibchen. Caraccio, Oma wird bezahlen. Abgang Olga Omarenko, genannt Oma. Kinderhändlerin. Keine nette Person. Die Weihnachtsmänner schnitten ihr den Kopf ab und packten ihn in eine Kühlbox. Als Beweis für ihren Auftraggeber. Dann bestiegen sie ihren Laster und verschwanden. In einer Staubwolke. Mit weihnachtlichem Gesang. Zurück blieben diverse Leichen. 5 heulende Kinder. Und Jonas. Und Sam. Wie konnte ich dich vergessen, geliebtester Computer meiner Seele? Oh, von wann denn diese ungewohnten Töne, mein Jonas? Ist dir die Ballerei an die Nieren gegangen? Kein Wunder. Laut was? Blutig, gell? Schlimmer als die Karl-May-Festspiele, ne Wort? Sei du froh, dass du keine hast. Was? Keine Nieren, meine ich. Oh, nibudis porfikt. So hat die Omarenko sich also ihre Ware besorgt. Die Kinder, die sie in Babylon verkauft hat.
Die Grenzer machen ein Loch in der Mauer auf, lassen eine Gruppe Drittweltler durch, bringen die Erwachsenen um. Und die Kinder kriegt Oma. Ja, ja, zum bescheidenen Stückpreis von 50 Euro. Hat sie gekriegt, Sammy. Jetzt haben wir sie. Ja. Die 5 kleinen Heuler da unten. Ja. Was machen wir damit? Ja. An der Grenze gibt's keine Sozialstation. Ach, hier lassen Augen zu und weg? Nein, 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 nein. Ist wohl nicht drin, du Wohltäter der Menschheit. Wir nehmen sie mit, jawohl. Aber nur bis zum Vor. Sollen die Grenzer sich drum kümmern? Da sehe ich schwarz, Sammy. Wieso? Weißt du was? Na? Wir geben sie im Bordell ab. Bravo, Kommentatore. Wie alle Welt weiß, haben die dort tätigen Damen Herzen aus purem Gold. Na, da wird's ihnen gut gehen, den kleinen Scheißern. Amen. Von der Festung General Bastiani fuhr Jonas schnell weiter nach Murnau und stieg in den nächsten Flieger nach Babylon. Bloß weg, bevor es Ärger gab. Und den würde es geben, sobald jemand über die Leichen an der Mauer stolperte. Piep, wir ruhen, mein Herr und Meister, zu schlafen. Ich denke nach, Sammy. Er denkt, oh Wunder. Und du kannst mir dabei helfen. Machen wir doch glatt. Ein Mensch allein, was kann das schon sein? Chaos, Herr Oberkirchenrat. Toho und Boho, Gok und Magok, Kraut und Rüben, Omi und Opi. Konrad und Coburg. Ja. Wer ist Konrad Coburg, Sammy? Na, schauen wir mal. Also erstens Geschäftsfreund von Frau Omarenko Selig. Ist bekannt. Zweitens prominente Persönlichkeit und professioneller Kinderfreund. Auch bekannt, Sammy, wenn du nichts Neues zu bieten hast. Drittens weithin geschätzt und beliebter Holoclown. Aha. Konrad Coburg. Coco. Mit dem goldenen Herzen. Der Weihnachtssülzer. Eben dieser und kein anderer, eurer Ehren. In diesem Zusammenhang dürfte wohl eine kürzliche Meldung einschlägiger Medien von gewissem Belang sein, dass nämlich besagter Konrad Coburg alias Coco einen etwa 2-jährigen Sohn Costa mit Namen sein eigen nennt, welcher ganz plötzlich von der bösen, akuten Leukämie da niedergestreckt wurde. Sieh mal an. Jetzt passte alles zusammen. Das Puzzle war gelöst. Der Fall war klar. Klar wie Knödelsuppe. Wie Knochenmarkslösung. Konrad Coburg braucht für seinen Sohn einen histokompatiblen Knochenmarkspender. Er geht zu Oma. Ja. Oma sucht. Ja. Oma findet. Mhm. Und was geschieht? Aus irgendeinem Grunde landet das für Coburg bestimmte Kindlein bei den Kleins. Oma lässt es kidnappen und liefert es bei Coburg ab. Ja, und dabei kommt sie auf die Idee, ihren Auftraggeber unter Druck zu setzen, um einen höheren Preis rauszuschinden. Hätte sie lieber lassen sollen, die gierige Großmutter. Denn, Herr Kollege... Coburg wird sauer. Ja. Ihm wird klar, wie gefährlich die Sache für ihn werden kann. Coco mit dem goldenen Herzen, Holo-Personality, geliebt von allen Kindern in und um Bab Y, kauft heimlich ein Drittweltkind, um es gnadenlos auszuschlachten. Pfui Teufel. So geht's ja wirklich nicht, meine Damen und Herren. Liebe Kinder, hochverpuptes Ehrlichum. Coburg muss handeln. Und was tut er, Herr Kollege? Ja, ja. Er beauftragt Ex und Hop, alle Beteiligten zu beseitigen, zu liquidieren, auszuradieren, zum Schweigen bzw. um die Ecke zu bringen, zu killen, abzumuxen, umzulegen, wegzulegen. Oma, ihren Angestellten. Ja. Und was, Herr Kollege, ist mit Ramona und Kevin Klein? Ja, was war mit den Kleins? Ich machte mir Sorgen. Zu Recht. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Am frühen Morgen kam Jonas nach Hause. Und da stand sie vor der Tür des Büroapartments und wartete. Valerie, nur Valerie, die letzte Detektivin, die allerletzte. Ich brauche dringend was zu trinken, Jonas. Büro-Whisky? Na, wenn du nichts Besseres hast. Wollten wir uns nicht bei den Kleins treffen? Kleins sind tot. Laserstrahler. Gestern Abend habe ich sie gefunden. Was jetzt, Jonas? Wir haben keine Klienten mehr. Der Fall hat sich erledigt. Nicht ganz wohl. Wir haben Kevin Junior noch nicht gefunden. Das müssen wir tun. Das sind wir den Kleins schuldig. Und uns selbst auch. Wenn du meinst, wo willst du anfangen zu suchen? Da, wo er steckt, wohl. Und das weißt du? Das weiß ich. Sammy! Der gnädige Herr Wünschen? Coburgs Adresse. Piep! Im allgemein zugänglichen Bürgerverzeichnis nicht zu finden, Sir. Piep. Na und? Dann sieh in die nicht zugängliche Liste der Geheimadressen, oder kannst du das nicht?
Eine derart dümmliche Unterstellung vermag Sam nicht einmal ein müdes Lächeln zu entlocken. Konrad Coburg ist es und wohnhaft am Schwanensee bei Tschaikowski, wo die feinen Häuser pinkeln. Korrektur! Wo die feinen Pinklausen, die reichen Schweine... Wer ist Coburg, Jonas? Erzähl ich dir unterwegs, Wolf. Erlaube mir den bescheidenen Hinweis, Sir, dass es nicht gänzlich unproblematisch sein dürfte, Sir, zu besagtem Herrn Coburg vorzudringen, Sir. Da wird sich schon was finden, Sammy. Erlaube mir ferner den Hinweis, dass es nicht geraten erscheint, Sir, dieses Haus auf dem üblichen oder auch direkten Wege zu verlassen, Sir. Weihnachtsmänner vor dem Tor, Sir. Von draußen vom Schwanensee, da kommen sie her. Tatsächlich. Die müssen dir gefolgt sein, Wolf, von kleins aus. Ich habe nichts gemerkt. Das hätte mich auch gewundert. Also, durch den Notausgang. Keller, Zwischentür, Keller nebenaus, Hintertür. Und dann? Auf zu Kobo. Alani, Eier Safari, vom Himmel hoch, da komm ich her. Zuerst machten wir einen kleinen Abstecher. Was besorgen. Umziehen. Das dauerte ein bisschen. I'm coming home. Christmas, a good time Christmas will be. Come on, everybody, and have fun with me. A good time Christmas with me. Drei Stunden später standen zwei Weihnachtsmänner vor Coburgs Tür. Korrektur, ein Weihnachtsmann und eine Weihnachtsfrau. Rote Mützen ins Gesicht gezogen, rote Mantelkragen hochgeschlagen. Die Frau drückte auf den Klingelknopf. Der Mann hielt eine Visitenkarte vor das Scannerauge. Nick Bazooka stand darauf. Firma Ex und Top. Die Tür ging auf. Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau traten ein. Schick die bitte. Alles sauber, Boss. Nur ein Mensch im Haus, keine Waffen. Personal? Elektronisch, automatisch. Nicht blöd, der Coburg. Obo-Servants tun, was man ihnen sagt, ruhen sich nicht aus, nehmen keinen Urlaub. Werden nicht krank, so wie du, Rotzlöffel. Und wenn sie stören, werden sie einfach abgeschaltet. Klar, Sammy? Klar, Boss. Nur ein Wort und das System liegt lahm. Kein Problem für Sam. Sam, den Hacker, den Knecker, den Racker, den Kacker. Ach nee, der Kacker bist du. Was soll das? Keine Hausbesuche, das habe ich Ihnen ausdrücklich gesagt. Sie kompromittieren mich. Das tut uns aber schrecklich leid, Herr Coburg. Was wollen Sie denn? Das Kind. Was? Den kleinen Drittwäldler, den Sie bei Olga Omarenko gekauft haben. Sie sind nicht von Ex und Hop. Sehr richtig, Herr Coburg, wir haben gelogen, damit Sie uns reinlassen. Wir sind überhaupt zwei ganz rücksichtslose und gefährliche Typen. Wo ist das Kind? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Er wusste es dann doch, als wir ihm zwei entsicherte Laserstrahler unter die Nase hielten. Er fing an zu schwitzen, versuchte zu verhandeln. Aber Jonas ließ sich auf nichts ein. Coburg gab auf und ging voran, ins Untergeschoss, in ein Krankenzimmer. Hell, sauber, bestens ausgestattet. Robodoc und Robonurse standen in Bereitschaft. Maschinen summten und piepten. Dazwischen zwei kleine Betten. In einem ein etwa zweijähriges Kind. Blass, völlig kahl. Es schlief und warf sich dabei unruhig hin und her. Mein Sohn Costa, er hat Leukämie. Akute lymphatische Leukämie. Die Chemotherapie hat ihm nicht geholfen. Nur die Transplantation kann ihn retten. Die Knochenmarktransplantation. Verstehen Sie darum? Im zweiten Bett. Das ist Kevin Junior, der Junge aus der Drittwelt. Ja, der Knochenmarktspender. Sie haben ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, ein histokompatibles Kind zu finden. Damit das transplantierte Gewebe nicht gleich wieder abgestoßen wird. Das ist sehr, sehr schwierig. Was ist mit ihm los? Warum rührt er sich nicht? Er ist, ich meine, wir haben ihn... Nun ja, in ein Koma versetzt. Was heißt das? Ist er tot? Nicht direkt. Sehen Sie, er atmet. So, aber sein Hirn arbeitet nicht mehr, Medizinalrat. Und es wird dann überarbeiten. Kein Hirnstrom, kein Lebenszeichen. Der Junge ist also hirntot. Hirntot ist tot, Herr Oberstabsarzt. Tot wie ein Sargnagel. Tut er, geht das nicht? Sie haben das Kind umgebracht, Kobo. Gott, was heißt umgebracht? So ist es einfach praktischer. Das Material bleibt länger frisch, länger transplantationsfähig. Und der Spender ist ruhig gestellt. Wäre sowieso draufgegangen. Mein Sohn braucht sehr viel Knochenmark in kurzer Zeit. Schalt ab, Sam. Kevin Junior? Natürlich Kevin Junior. Stopp die Maschinen, die ihn künstlich am Leben halten. Lass ihn sterben. Zu Befehl. Nein, mein Sohn, mein Costa. Wenn die Transplantation nicht weiterläuft, stirbt er. Wo soll ich so schnell einen neuen Spender herkriegen? Wie wär's denn mit Ihnen selbst, Coburg?
Als leiblicher Vater sind Sie automatisch histokompatibel. Das stehe ich nicht durch bei der Menge Knochenmark, die Costa braucht. Ihre Entscheidung, Coburg. Vielleicht fällt sie Ihnen leichter, wenn Sie sich klar machen, dass Sie sowieso schon tot sind. So gut wie. Sie kommen vor Gericht. Die Medien werden Sie in der Luft zerreißen. Ihren Job werden Sie los. Kein Kind wird Sie noch sehen wollen. Dafür werden wir sorgen. Das... Sie wollen mich anzeigen? Das ist nicht nötig, Coburg. Wir stecken die Geschichte Ihrem größten Konkurrenten. Peter Pelikan. Pepe mit der roten Nase. Holoclown bei Supermedia. Und kommen Sie nicht auf den Gedanken, uns Ihre Ex und Hoppe auf den Hals zu hetzen. Den werden wir ganz schnell fertig, was, Jonas? Aber sicher wohl. Wenn Sie ein bisschen Anstand und Mut haben, Coburg, dann retten Sie Ihrem Sohn das Leben. Sie selbst sind nicht mehr zu retten. Komm wohl. Und noch recht fröhliche Weihnachten allerseits. Es liegt ein Rost im Sprung an. Wo will das Pferd bloß hin? Das war Weihnachtsmärchen, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Pia Augustinski. Außerdem hörten Sie Ilse Neubauer, Ellen Schwiers, Simone Solga, Peter Fricke, Michael Hinz und andere. Ton und Technik Daniela Röder und Günter Hess, Assistenz Holger Buck, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Redaktion Erwin Weigel.